Hallo Leute, willkommen zurück zu Zomcard und einer weiteren Folge von The Light in the Darkness. Wir haben das letzte Mal schon uns ein bisschen angeguckt. Ja, es geht hier um einen polnischen Juden, Jungen. Hat auch ein bisschen was mit dem Fuchs zu tun und der bekommt gerade so die Geschichte mit, wie die deutschen Nazis damals eingewandert sind in Polen. Und ja, wir spielen es einfach weiter. Okay, wir können Continue machen. Ich habe schon letztes Mal Angst gehabt, dass wir nicht weitermachen können. Building Reinhard. Reinhard soll wohl der Fuchs sein, und zwar aus dem Buch, den der Vater seinen Sohn gegeben hat. Und so ich das mitbekomme, bauen wir den jetzt hier so zusammen für den Jungen. Und wir gucken mal. Und die Teile wahrscheinlich zusammen suchen. So. Okay. So. Ich glaube, das brauchen wir zuerst. Das drehen. Ah, okay. Das wird wohl so sein. Zack. So, jetzt kommt der Kopf. Er baut ihn aber einen kleinen Fuchs zusammen. Wird wohl aus Holz sein, oder? Aus Stoff? Weiß ich nicht. Aber schon süß gemacht. So, zack. Okay, kleine Stofffigur wahrscheinlich. Entweder Holz oder Stoff. Den kleinen. Er fragt ihn gerade, ob ihm das Buch gefallen hat, was er ihm gegeben hat. Ja, ich habe das Buch gelesen und Reinhard ist viel spaßig oder ist viel lustig und ist auch ein braver Fuchs. Oh, er hat das schon dreimal gelesen und es ist sein Favorit. Okay, jetzt hat er ihn sozusagen diesen Fuchs gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Holz ist oder ob das Stoff ist. Und er möchte ihn jetzt natürlich überall mitnehmen. Und er liebt ihn jetzt schon. Genau. Der Reinhard ist halt dafür, also so hat sich der Vater was gedacht, ne, dass es viel Erschreckendes passiert in dieser Welt. Und der Reinhard hier, also der Fuchs, soll ihn wohl davor beschützen und immer bei ihm sein. Genau. Das sagt der Junge auch. Mit Reinhard an meiner Seite kann mir nichts passieren. Gut. 1. Mai 1941. Na, geht bald los. So, was mit dem Vater? Okay, kann ich nichts machen. Muss ich wohl rausgehen? Ah, Bernhard, mein alter Freund. Ich habe dich im Tempel vor langer Zeit gesehen. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Wo warst du? Moses, ich habe es getan. Ich habe es endlich getan. Was meinst du? Was hast du getan? Ja, komm ruhig rein. Jetzt. Ich habe es gefunden, ich habe das eine gefunden. Du hast immer schon gedacht, du hast gefunden das eine. Achso, du hast schon immer gedacht, du hast das eine gefunden. Oh nein, es war immer ein Missverständnis vorher. Moses schießt Palerne Putifel. Achso, er hat eine Frau gefunden, okay. Sie ist brillant und wunderschön und keine wie eine so. Das sagen sie immer. Immer am Anfang der Beziehung. Oh, du bist das Beste, was mir passiert ist. Du bist
immer, oder du warst die Einzige für mich und du bist besser wie jeder andere und du bist die eine für immer und ewig. 3 Monate später, ich hasse dich. Ne? Okay. Er erzählt so ein bisschen über die Frau und wie wundervoll sie ist und er fragt sie, ob er sie im Tempel gefunden hat und oder getroffen hat. Aber sie ist wahrscheinlich keine Judin. Ah, er hat sich also nicht in eine Judin verliebt, sondern wahrscheinlich in der anderen Richtung. Und ja, okay, es würde seine Mutters Herz brechen, wenn sie das natürlich mitbekommen würde. Aber sie ist halt wundervoll und er kann halt nichts machen. Okay, und sie möchte sich irgendwo treffen, aber es ist wohl irgendwie nicht so erlaubt und er möchte das wohl in seinem Shop jetzt tun. So, wer ist das? Oh. Oh, der wird einberufen. Der wird einberufen. Wahrscheinlich geht's in Krieg. Für ihn. Ah, nee, doch nicht. Okay. Immigrantstatus wird überprüft. Okay, der wird wohl überprüft. Okay. Okay, es ist. Okay, entschuldige, das ist nicht in Polen, es ist in Frankreich hier alles. Das ist eine polnische Familie, okay. Also sie sind gerade in Frankreich und er muss. Er ist ja ein polnisch, also ein Pole. Ne? Polnischer Immigrant und er muss jetzt wohl wahrscheinlich ja, wegen aufschreiben, ne? Wegen dokumentieren. Okay. Okay, Bernhard möchte mit jemandem sprechen. Okay. Das Gesetz vom Oktober 1940 war ein Gesetz gegen Juden von Frankreich. Es ist interessant, dass man so erstmal so die Geschichte so hinterher kennt, was da jetzt so. Aber ob es stimmt, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Es ist eigentlich nur ein Spiel. Es kann doch alles nur fiktiv sein. So, es soll hier keine Verhetzung sein und sowas alles. Es ist nur ein Spiel. So sehe ich das auch nur. Ich sehe es als Information. Ne? Ob es stimmt oder nicht, möchte ich auch ganz ehrlich jetzt nicht hinterfragen. Ja, weil es ist passiert, es ist so, wie es gekommen ist. Und ich möchte auch mit diesem Video oder mit diesem Spiel jetzt auch nichts, keine Meinung bilden oder sowas alles. Ich enthalte mich da. Ich spiele nur das Spiel, ich zeige es euch nur. Und genau. Oh, the law was synced one day before. No recording for the internet of the Jewish race, which marked the beginning of witchy forces. For the extermination of the... Ah, okay. Also Frankreich und Deutschland hat sich zusammengeschlossen, um die Juden da zu vertreiben. Okay. Gut, und ich denke mal, wenn er jetzt da das preisgibt, dass er ein polnischer Jude ist, wird er wahrscheinlich ganz schnell eingezogen. Ja.
Das ist die Nutzeridentifikation so. Ja. Also das, was da drin steht, scheint nicht nur aus oder sieht nicht nur aus wie eine Formalität, sondern es hat einen Grund, warum die das wollen, warum die das dokumentieren wollen und ja. So. Was ist da jetzt los? Was heißt da? Da heißt, glaube ich, Lügen. Introduce yourself. Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich mal gucken, was das überhaupt heißt. Introduce self heißt, glaube ich, sei du selbst. Introduce yourself. Stell dich vor. Ah, okay. Vorstellen. Und Dubbed heißt zweifeln. Okay, also ich soll mich so vorstellen als polnischer Immigrant sozusagen, oder ich soll zweifeln. Natürlich zweifle ich. Was soll ich warten? Also. Oh, als und für die Frau soll ich wohl jetzt zurückgehen und soll was besorgen. Oh. Was ist das denn? Ich hatte gerade übers Weg gekickt. Komm doch mal. Ich bin Superwoman. Puff. 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 Ich bin Superwoman. Ey, ich will es nochmal machen. Das war lustig. Puff. 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 Geh doch. Los, geh. Das war lustig, aber jetzt kann ich es nicht mehr machen. Schade. Das sah echt lustig aus. Okay, jetzt soll ich wohl zurückgehen und irgendwas holen. Und die Frau zweifelt schon und hat schon gefragt, wieso soll ich das machen? Muss er jetzt wohl irgendwo hin? Ja. Ich glaube, wenn sie zurückkommt, ist er schon längst weg. So, muss ich hier rein? Und wir sitzen sogar schon Soldaten. Ja. Ich glaube, die haben schon längst die Bude ausgeräumt. Ja, irgendwas passiert doch jetzt bestimmt. Irgendwas passiert doch jetzt. So. Was ist das? Tasse? Okay, hab ich. Bowl. Ach, hier ist die Schüssel. Okay, steht hier irgendwas? Oder hat das einen Grund, warum ich das machen muss? Ich glaube nicht. Footstamps. Was ist das? Okay. Briefmarken anscheinend. Ah. Okay, Handtücher. Bettlaken. Seht ihr irgendwie noch was? Tobel? Ach hier, Tobel. Das ist Tobel. Und eine Decke. Okay. Gut, jetzt habe ich alles. Mach die Tür nicht zu, Junge. Ich muss raus. So, irgendwas ist doch jetzt im Busch hier.
Bin ich gespannt. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Also nochmal die Soldaten, hallo. Natürlich echt viel gelaufen, ne? Viel, viel gelaufen. Die Kinder spielen da noch, die haben von nichts eine Ahnung. Okay, die sind alle noch da. Außer mein Mann. Mein Mann ist nicht da. Oha. Das ist das erste Bild, wo sie die Juden so eine Massenfestnahme war. Von den Juden. Also sie haben den Mann jetzt festgenommen. Die Frau ist mit Kind jetzt alleine. Die Taschen laufen einfach ohne Leute. Die Geister laufen schon hinterher. Oha. Der kommt nach so einem Lager. Arbeitslager. Ja. Okay, Übergangslager. In Frankreich. Da sind jetzt die ganzen Juden hingekommen. Okay, krass. Der letzte Brief. Tja, die sind natürlich sehr, sehr traurig. Jetzt kommt die Mutter wahrscheinlich auch noch weg. Ja, das wär's ja, ey. Was ist passiert? Nicht reinkommen. Ja, auf Kurs. Was ist passiert? Ich möchte nichts Großartiges. Ich möchte das nur dir bringen. Wir fliehen erneut. Okay, also einige flüchten wohl über Frankreich in die USA und da soll wohl sicher sein. Okay. Irgendwas mit Visa. Also sie sollen wohl Visa bekommen und dann sollen sie nach USA gehen. Ich kann nicht ohne Moses fliehen. Ich kann ihn nicht zurücklassen. Ja, der ist schon längst weg, die sollte wirklich abhauen mit ihm, die kleinen Jungen. Genau, jetzt diskutieren sie halt, was sie machen soll und sowas alles. Sie sollte schleunigst abhauen. Ja, und da nicht bleiben und warten, bis Moses zurückkommt. Jetzt scheint es wohl darum zu gehen, dass sie jetzt Visas beantragen und dann abhauen. So, jetzt müssen sie abhauen und er soll seine Hausaufgaben mitnehmen. Ich glaube, der Junge hat ganz andere Sorgen.
Ja, dann sind wir noch zu zweit. Aber wo gehen wir denn hin? So, gehen wir jetzt wieder in dieselbe Richtung oder gehen wir diesmal in eine andere Richtung? Okay, wir gehen wieder nach links. Mal gucken, was uns jetzt diesmal erwartet. Sie sitzt immer noch da, die Frau. Ich habe so die Befürchtung, dass es jetzt noch so ein bisschen weitergeht und dass ich dann nachher ganz alleine hier langlaufe und auch niemand mehr da ist. Ich muss sagen, es ist nett interpretiert, aber so ganz steige ich nicht dahinter, warum man für sowas, also für so eine Entwicklung Geld ausgibt. Sag ich euch so, wie es ist. Da könnte man eigentlich einen ganz normalen Dokumentarfilm draus machen oder sowas, weiß ich. Ja, aber darüber jetzt ein Spiel zu machen, wo man einfach nur nach rechts und nach links läuft und so eine kleine Mini-Aufgabe erfüllt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das auf lange Sicht Erfolg haben soll. So, jetzt ist der Typ da, der will wohl das Geschäft verkaufen. Oha. Jüdisches Geschäft, Enterprise Youth. Okay. Die haben das jetzt gesperrt, das Geschäft, weil es jüdisch ist. Okay. Okay, sie möchte ihn wohl anscheinend zur Schule bringen. Und sie wollte das Geschäft öffnen. Ja, und die haben jetzt mein Geschäft übernommen. Deswegen steht er da und möchte sie darüber informieren, dass das Geschäft außer Betrieb gesetzt wurde. Und die Mama versteht natürlich gar nichts. Und Juden kann man nicht trauen und sowas. Also richtige Volksverhetzung, ne? Das ist schon. So, du bist unser Stammkunde. Moses war dein Freund. So, und der macht das jetzt einfach zu. Ja gut, er hat dort irgendwie jetzt natürlich auch die Hände gebunden, ne? Genau, es ist nicht seine Entscheidung, es ist das Gesetz. Ja, und er sollte sich was schämen, auf jeden Fall. Natürlich. Und ich denke mal, der Junge wird jetzt auch nicht mehr unterrichtet. Picking up the shop. Achso, ich kann noch mal da rein und kann alles noch mal mitnehmen. Okay. Ah ne, doch nicht. Die bringen mir alles. Zuerst nehmen sie den Mann weg. Jetzt dein Geschäft. Das ist nicht fair. Ja. Die stehen so ein bisschen am Abgrund jetzt. Die denkt, das ist alles nur ein Missverständnis und sowas alles und das und das. Aber die Mary sagt schon den Grund, dass es wirklich sagt, sie soll nicht so naiv sein und soll so ein bisschen drüber nachdenken und irgendwas machen. Die Liebe seines Lebens ist einfach weg. Er ist konvertiert, okay. Ja, der kriegt es nicht mit, dass es gerade der Mama schlecht geht und naja. Ja.
erklärte gerade so ein bisschen dem Bernhard, dass der Shop weggenommen wurde, der Mann weg ist. Und ja. Jetzt fragt er gerade, wo sie Moses hingebracht haben. Genau, das heißt, wenn er mehr Zeit damit verbringen würde, seine Umgebung zu beobachten und nicht nur seinen Kopf für die Frauen zu opfern, oder so seine Zeit für die Frauen zu opfern, dann hätte er es mitbekommen. Und keiner weiß halt, warum sie ihn wirklich mitgenommen hat. Also mache ich sie nicht sicher, ob sie jetzt warten soll oder sich hinlegen soll oder sonst was. Nothing to worry about, I'm French unless of the least week a Christian. They have no reason to come after me. Pluma, is there anything I can do help? Okay. Also er ist Franzose und er ist Christ. Und deswegen hat er nichts zu befürchten, laut seiner Aussage. Er braucht eine helfende Hand für den Shop, okay. Jetzt laufen wir hier wieder die Straße entlang. Aber diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt können wir so ein bisschen die linke Seite der Straße sehen. Also ein bisschen schneller laufen hätte es dem Spiel schon gut getan. So. Darf ich das aufladen? Okay, dann laden wir das mal auf. Oder wie oder was? Was soll ich jetzt tun? Okay, ich muss wahrscheinlich zum Auto gehen. Was soll ich tun? Okay, aufmachen. Oha, jetzt Tetris spielen. Das ist euer Ernst? Okay, interessant. Spiele ich auch noch in dem Spiel noch Tetris, ey. Wahnsinn. So. Zack. Okay. Gut, jetzt habe ich dabei geholfen, die Kisten zu stapeln. So geht's. Also, es ist nett gemacht mit den ganzen Minigames. Aber davor darfst du halt erstmal noch eine halbe Stunde laufen. Ja. Es ist halt viel Gelese, viel Geschichte. Also ich sag mal so, wer sowas mag, ja, für den ist so das Spiel natürlich ganz nett. So also ein bisschen Hintergrundwissen, ne? Oh, jetzt geht's hier wieder Dings. Ah. Jetzt haben sie auch schon in der Schule hier die Dings gemacht, da an der Links, ne? Also Franzosen dürfen mitspielen, aber Juden dürfen nicht mehr mitspielen. Das ist schade. Das heißt, es wird auch gleich der Junge ausgegrenzt. Genau, die Mutter und der Vater, das war mir schon klar, haben gesagt, du darfst nicht mehr mit Samuel spielen, weil das ein Jude ist.
Und da fängt das Ganze schon an. Genau, lass den Juden nicht in mein Haus, er stiehlt alles. Und jetzt wollen sie halt nicht mehr mit mir zusammenspielen. Und jetzt gehe ich ganz bestürzt nach Hause. Und ich weiß überhaupt, also der Junge, der weiß, der kriegt, weiß ja überhaupt nicht Bescheid. Der weiß auch gar nicht, worum es geht. Warum sie jetzt plötzlich nicht mehr mit ihm spielen. Tja. Wo ist das? Kann mich so ein bisschen hineinversetzen von ihm. In der Jugend wurde ich auch sehr viel gemobbt. Und sowas alles hatte auch kaum Leute zum Spielen. Ich kann das schon gut verstehen, wie man sich da fühlt. Ja, und das, was so passiert ist, hat schon viel mit Mobbing zu tun. Oh, jetzt bin ich dem Vater. Okay, gut. Also, ja. Jetzt haben wir so einen kleinen Einblick gekriegt in das Spiel. Ist wie gesagt eine nette Idee, aber es kann natürlich positiv und auch negatives Feedback hageln. Das ist halt schon ein ernstes Thema, auch gerade was früher passiert ist, auch gerade was früher passiert gemacht, also gemacht wurde. Und ist halt vielleicht nicht jedermanns Freund. Und ja, deswegen, ich möchte mich mit diesem Spiel hier keiner Meinung klammern. Und also ist die Geschichte, was so früher passiert ist, unrelevant gerade. Ne? Also es geht nur darum, ich wollte es nur zeigen. Ich wollte das Spiel nur vorstellen. Und ich bin mir keine Meinung gegenüber dem, was früher passiert ist. Ne? Und deswegen, ihr habt hier so, wie gesagt, einen kleinen Einblick. Wen das interessiert, holt es euch, kauft es euch. Die Geschichte wird bestimmt noch weiter interessanter. Ich weiß nicht, ob wir das noch weiterspielen. Müssen wir gucken. Weil für mich ist es eher so. Also mir persönlich zum Beispiel, ich mag solche Geschichten eigentlich gar nicht. Ne? Ich meine, was passiert, ist passiert. Aber ich muss es nicht 10.000 Mal hören. Das habe ich schon früher in der Schule gehört. Und ja. Ich muss dafür jetzt auch noch nicht nur ein Spiel spielen. Um das so ein bisschen noch ernster und thematisierter hinzubekommen und sowas. Und wie gesagt, es ist nur ein Spiel. Man weiß auch gar nicht, ob es stimmt, was da so passiert ist. Man weiß aber auch nicht, ob es nicht stimmt. Ja, also es kann natürlich alles Wahrheit sein. Es kann auch alles Fake sein. Man weiß es nicht. Deswegen enthalte ich mich auch der Stimme von dem Spiel. Ich würde es nicht weiterspielen, weil erstens, man läuft, wie gesagt, nur viel. Ich brauche ein Spiel, was Action bietet. Ne? Dann viel Gelese. Ich hasse Lesen. Und ja, deswegen, wie gesagt, wem es gefallen hat, ja, Daumen nach oben, Abo, wir spielen noch ganz andere Spiele und wer auch so eine Gaming-Community noch sucht, wie gesagt, Discord kommen, wir spielen einige Spiele, wir sind im E-Sports langsam so tätig, wir haben ganz viele eigene Game-Server und ja, wir würden uns freuen, dass ihr euch da hintraut, mit uns ein bisschen rumdaddelt und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video, macht's gut! Alle wie der Cheat.